Der größte Themen- und Wasserpark im Nordwesten der USA und auch gleichzeitig der nördlichste Park der Vereinigten Staaten ist Silverwood Theme Park und Boulder Beach Water Park. 1988 von Gary Norton gegründet, ist der gesamte Park auch heute noch in Familienbesitz der Norton Family Corporation. Gelegen ist Silverwood in der Stadt Ethel, im Norden von Idaho, wenige Autominuten entfernt vom bekannten Achterbahnbauer Rocky Mountain Constructions. Um das örtlich noch besser einschätzen zu können, ist man in unter einer Stunde in Spokane, Washington. Das ist schon das größte und bekannteste in der Nähe. Zwischen Parkplatz und Freizeitpark verläuft die US 95 und man kommt durch einen Tunnel an sein Ziel. Der Boulder Beach Wasserpark ist im Eintrittspreis mit inkludiert, war bei unserem Besuch aber geschlossen. Für die Saison 2024 wird der Wasserpark aktuell auch mit einigen Rutschen erweitert. Der Eintritt kostet direkt am Eingang regulär $84, also 78 Euro. Ein Zweitagesticket gibt es für $125. Online wäre man mit $74 bzw. $115 dabei. Nach 16 Uhr geht es für $55 in den Park. Kinder und Senioren haben einen Doorpreis von $54. Und der Hero-Discount ermöglicht Polizisten, Feuerwehrleuten und Militär den Eintritt für $72. Dafür gibt es aber auch vom kleinen Kinderkarussell bis zu echt extremen Thrill-Achterbahnen alles hier. Besonders dürfte unter anderem die Silverwood Central Railway sein. In einer Western-Eisenbahn geht es nicht nur einmal weiträumig um den Park und die angrenzenden Wälder, sondern es werden auch mehrmals am Tag verschiedene Shows gezeigt. Qualität und Humorlevel, wie man es bei so einer Show in den USA erwartet. Aber die Zugfahrt selbst ist wirklich schön. Aber es gibt auch Klassiker wie die Antique Cars, wo man in Ford T-Modellen eine Oldtimer-Fahrt absolviert. Family Fun für gleichzeitig 20 Passagiere gibt es bei Barnstormer. Butterfly ist eine kleine motorisierte Kinderschaukel. Irgendwie abseits von allem, aber der erste Ride, den man sieht, ist das Carousel. Für mehr Bewegung sorgt im Garfield Summer Camp der Climbing Tree. Ein Riesenrad darf auch nicht fehlen und die parkeigene Beschreibung vom Ferris Wheel bringt es gut auf den Punkt. The Classic of Classic Rides. Als Flugkarussell findet sich in Silverwood Flying Elephants. Und der Kiddy Drop Tower ist selbstverständlich der Frog Hopper. Kiddy Copters ist auch eher oldschool und ein Hubschrauberkarussell. Ein ganz kleines süßes Riesenrad für die jüngsten Gäste gibt es mit dem Kiddy Wheel. Der Jump Around hat eine Hundegestaltung und heißt deswegen auch Puppy Go Round. Und das Flugzeugkarussell, welches in keiner Freizeitparkvorstellung fehlen darf, ist natürlich Red Baron. Spritzig wird es bei den Bumper Boats. So eine Art Ride gibt es aber auch noch als trockene Variante in Silverwood und heißt Crazy Cars. Aber auch Klassiker wie ein Roundup dürfen hier nicht fehlen. Und da ist es ja mehr als logisch, dass hier auch wie in jedem US-Park der Scrambler zum Angebot gehört. Und klar, selbstverständlich auch ein Tilt-A-Whirl. Dieser hier in geilen Farben, aber ohne Dach. Ein weiteres Rundfahrgeschäft für die ganze Familie ist auch noch der Paratrooper. Und wenn es drehend doch heftiger sein soll, eignet sich Spin Cycle super dafür. Hier geht es hoch und über Kopf auf rund 32 Metern. Nichts für schwache Nerven. Wer es hoch mag, der findet mit Panic Plunge einen knapp 43 Meter hohen Freifallturm, bei dem es mit 75 km/h rund 36 Meter in die Tiefe geht. Was auch nicht fehlen darf, sind Wildwasserbahnen. In Silverwood Theme Park gibt es gleich zwei Must-Have-Anlagen. Der Thunder Canyon ist ein 1900 Meter langes Rafting aus dem Jahr 1990. Im Rundboot geht es mit bis zu 8 Personen teils sehr versteckt durch einen schön angelegten Strömungskanal. USA-typisch natürlich nicht, ohne komplett gesoakt zu werden. Im selben Jahr eröffnete man auch Roaring Creek Log Flume. Die Baumstammboote stürzen aus 12 Metern Höhe mit einem Topspeed von 48 km/h ins kühle Nass. Und wenn das Portfolio bis auf einen fehlenden Dark Ride so schön vollständig ist, dürfen wir euch auch noch einige Achterbahnen vorstellen, die zum Teil richtige Highlights sind. Aftershock macht den Anfang und könnte einige auch schon vor der Fahrt schocken. Als erstes fallen zwei 54 Meter hohe vertikale Türme auf. Hier wird der Achterbahnzug hochgezogen und fallen gelassen.
So geht es mit 99 km/h einmal vorwärts durch die Cobra Roll und den Looping und danach wieder rückwärts dreimal über Kopf. Aftershock steht hier seit 2008 und kommt ursprünglich aus Six Flags Great America, wo die Bahn als Deja Vu 2001 Premiere feierte. Gebaut von den Niederländern von Vekoma. Vom sogenannten Giant Inverted Boomerang gibt es weltweit nur 4 Stück. Aftershock ist der einzige in den USA. Russland und China haben auch noch einen und gar nicht so weit weg für uns gibt es noch eine Anlage in Madrid. Auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, diese Bahn. Krass schmerzhaft war die Fahrt auf Corkscrew. Da war auch die allgemeine Stimmung bei den Gästen eher anti. Der Aerodynamics-Klassiker mit dem Double Corkscrew kam 1990 nach Idaho, fuhr aber bereits seit 1975 im kalifornischen Knott's Berry Farm seine rumpeligen Runden. Rumpelig sind auch die Compact Spinning Coaster von SBF Visa aus Italien. Stehen aber überall. Hier leider quietschbunt. Die Anlage von 2014 nennt sich Crazy Coaster. Ein richtiges Highlight ist die 2021er Neuheit Stunt Pilot. Eine absolut wilde und gleichzeitig smoothe Fahrt mit durchgehend Topspeed. Die 32 Meter Höhe sorgen in der Spitze für 84 km/h und auf den 549 Metern Strecke geht es dreimal über Kopf. Das Besondere beim sogenannten Raptor Track ist zum einen der Single Rail Track und zum anderen, dass man auf Einzelplätzen hintereinander sitzt. Von außen sieht Stunt Pilot so unrealistisch wie eine Murmelbahn aus. Tolle Attraktion, die von der benachbarten Firma RMC gefertigt wurde. Zur Autobahn hin wird der Park in einer Ecke von einer Holzachterbahn eingerahmt. Diese heißt Timber Terror, wurde aber im Eröffnungsjahr 1996 auf Grizzly getauft. Um Ärger mit den Paramount Parks zu vermeiden, die je auch einen Woody namens Grizzly hatten, wurde dies aber schnell wieder geändert. Ansonsten geht es hier in PTC-Zügen rauf auf 26 Meter Höhe und danach mit 89 km/h über das 823 Meter lange klassische Out-and-Back-Layout von Custom Coasters International. Solide, aber soweit nicht allzu besonders. Wäre da nicht das Retracking? Bei Holzachterbahnen wird ja immer wieder Strecke erneuert, so natürlich auch hier. Stellenweise aber mit dem neuen Retrack 208 System von RMC. Damit wird die Anlage quasi zum Hybridcoaster und fährt sich besser, gefühlt auch schneller und das mit einem absurden Sound. Voll geil. Wem das zu wild ist, dem legen wir noch Tiny Toot ans Herz. Der Zamperla Powered Coaster fährt seit 1998 unzählige Runden in einem Oval. Mehr passiert da nicht. Haken hinter. Tremors dagegen ist das Highlight im Park. Auch bei dieser Holzachterbahn ist der ursprüngliche Hersteller von 1999 CCI, Custom Coasters International. Und auch hier gibt es den RMC 208 Retrack. Die Hard Facts überzeugen erstmal nicht so übertrieben. Bei knapp 1000 Metern Strecke, 30 Meter Abfahrt und 80 km/h Spitzengeschwindigkeit. Aber die Kiste hat es faustdick hinter den Ohren. Überraschend viele Tunnel, die für noch mehr Thrill sorgen und ein Layout, was sich nicht immer vorher ahnen lässt, machen die Fahrt äußerst spannend und interessant. Und wo hat man das schon, dass die Holzachterbahn durch den eigenen Ausgangsshop brettert? Ein Träumchen, diese Bahn. Einzelreview zu Tremors und vielen anderen Achterbahnen gibt es in der Coaster Review Playlist auf dem Ride Review YouTube-Kanal. So wie auch unseren Tour-Vlog zu Silverwood Theme Park, der uns voll und ganz überzeugt hat.